In der heutigen Newsfolge geht es um TV-Zuschauerzahlen für 2019 wurden bekannt gegeben, Drive to Survive Staffel 2 kommt, neuer Ferrari-Bolide mit erheblichen Problemen, offizielles Layout vom Miami Grand Prix bekannt, Alfa Romeo bekommt ein komplett neues Auto, in 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Am Dienstag hat das Formula 1 Management die Zuschauerzahlen für das abgelaufene Jahr bekannt gegeben. Insgesamt schauten 1,922 Milliarden Menschen die Formel 1, was der höchste Wert seit 2012 ist. 9% mehr als 2018 und zum dritten Mal in Folge stieg dieser Wert an. Folgende Länder hatten mehr als 100 Millionen Zuschauer: Brasilien, Deutschland, Italien, Großbritannien und die Niederlande. Die größten Zuwächse waren in Polen sowie im Bereich Mittlerer Osten und Nordafrika. Polen lag aber nur an der Rückkehr von Robert Kubica. Folgende vier Grand Prix haben die meistgesehenen Ereignisse: Italien, Monaco, Deutschland und Brasilien. Die meisten Formel 1 Fans kommen aus China, Brasilien, Mexiko, USA und Indien. Die Netflix-Doku-Serie Drive to Survive hat einen Termin für Staffel 2 erhalten. Am 28. Februar 2020 geht die erfolgreiche Doku-Serie in die nächste Staffel. Dieses Mal sind alle Teams dabei, da Mercedes und Ferrari bei den Dreharbeiten 2018 nicht teilgenommen haben. Es gibt zwar noch kein Erscheinungsdatum für Großbritannien, aber Staffel 1 wurde ebenfalls am gleichen Tag wie der weltweite Release veröffentlicht. Aus Maranello gibt es leider keine guten Neuigkeiten, denn der Nachfolger des SF90 hat, wie man von einem italienischen Journalisten so hört, ein ernstes aerodynamisches Problem. Es kommt noch schlimmer. Weder die Simulationsspezialisten noch die Windkanalingenieure können den Fehler beheben. Angeblich kopieren sie den Stil von Red Bull und möchten auf einen großen Neigungswinkel setzen. Sollte eine Kleinigkeit nicht stimmen, wird alles weitere ab dem Frontspoiler falsch angeströmt. Der neue Ferrari-Simulator könnte zwar hilfreich sein, der ist aber erst im Frühjahr einsatzbereit. Ferrari muss sich auch um den Motor Sorgen machen, denn die FIA hat Ende 2019 Graubereiche im Bereich von Benzindurchflussmenge und Öleinspritzung geschlossen. Der Präsident und CEO der Miami Dolphins und des Hard Rock Stadiums, Tom Garfinkel, hat das offizielle Layout des Miami Grand Prix 2021 bekannt gegeben. Eigentlich sollte der Grand Prix in Downtown von Miami stattfinden, doch daraus wurde nichts. Es kommt zurzeit zu Problemen, da sich die Anwohner gegen den im kommenden Jahr stattfindenden Grand Prix wehren und ein Verbot der Nutzung der 199. Straße erwirkt haben. Öffentliche Straßen werden im Layout nicht zu finden sein. Am 2. Februar 2020 ist ein weiterer Anwohnerprotest geplant und man hoffe auf die County Commission. Ein entsprechender Vorvertrag existiert zwar, aber sicher ist das noch nicht, denn in New York gab es ebenfalls ein Formel-1-Projekt, was gescheitert ist. Alfa Romeo-Teamchef Frédéric Vasseur bestätigte, dass der C39 im Vergleich zum Vorjahr ein komplett neues Auto ist. Sie hoffen auf eine gute Grundlage, die sie 2019 lernten. Im Hauptsitz in Hinwil kommt ein neuer Simulator zum Einsatz. Vorher haben sie den Ferrari in Maranello genommen. Mitte 2020 können die Stammpiloten sowie Testfahrer Robert Kubica im neuen Simulator in der Schweiz arbeiten. Kommen wir zu Mikes Meinung. Die Zuschauerzahlen sind echt krass. Ich hatte nicht mit so vielen gerechnet. Die Netflix-Serie muss ich mir unbedingt angucken, denn bisher habe ich das noch nicht gemacht, nur kleine Clips. Ja, shame on me, ich weiß. Oh je, Ferrari, bitte lass das nicht wahr sein. Ich bin mal auf Alfa Romeo gespannt, was sie uns im Februar präsentieren. Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von Kefita. Er schreibt: Mike, ein allgemeines Problem. Man kann, wenn man nicht vor den DRS-Zonen am Heck des Vordermanns hängt, in Budapest auf dem Ungaroring nicht überholen. Wie wäre folgende Lösung? Anstatt nach der kurzen Gerade am Ende von Sektor 2 noch einmal einen Bogen nach rechts und dann die ekelige Kurve vor der Boxeneinfahrt zu fahren, einfach die kurze Gerade mit einer weiten, stumpfen Kurve mit einer Start-Ziel-Gerade zu verbinden und eine DRS-Zone wie in Russland Start-Ziel zu erhalten, was das Überholen deutlich einfacher machen würde, und trotzdem hätten wir in Sektor 2 noch einen starken technischen Teil. An sich eine gute Idee, die man so umsetzen könnte. Dann könnte man in Ungarn auch mehr überholen. Das Ganze würde dann in etwa so aussehen. Was haltet ihr von dieser Idee von Kefita? Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video, und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren und auf die Glocke nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, ciao!